Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Letztes Mal haben wir zugesehen, wie Diamond Weapon gejobbt hat und haben ganz viel Backtracking gemacht. Und heute müssen wir kurz nach Wutai fliegen. Bevor wir zum Nordkarte fliegen, fliegen wir nach Wutai, weil wir da noch was holen müssen. Wir haben nämlich die Leviathan-Schuppen geholt, falls ihr noch wisst, was das heißt. Das war das, wo Brian gesagt hat, dass es dumm ist, wenn man es verpassen kann. Für immer und ewig. Und Brian? Ja, ich erinnere mich daran. Ja, genau. So, wichtige. War das nicht so ein Quest-Item? Wichtig? Ja, genau. Sehr das wichtig. Wollen wir jetzt auch. Also, das war wofür. Also, Quest in Anführungszeichen. Es ist ein wichtiges Item, aber es ist kein super wichtiges Item. Man kriegt dafür eine Materie. Welche Materie ist das, Brian? Auch stehlen. Es ist auch stehlen, ja. Brauchen nicht noch eine Waffe für Yuffie? Ah, ja, stimmt, ja, aber das. Ich hab den jetzt nicht im Team. Die jetzt auszurüsten wäre nicht so gut. Ja, aber ich dachte, da gab's noch was. Ja, wir haben. In ihrer Heimatstadt. Wir haben ihre beste Waffe geholt. Aus der Gelnica. Und danach haben wir uns eine schwächere Waffe von Diamond Weapon geklaut. Also irgendwas. Ja. Es macht halt absolut effektiv keinen Sinn, die Waffe zu klauen. Weil halt. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo du gegen Diamond kämpfst, hast du schon Dingens hier geholt, ne? Im Bestfall. Ja. Und ich brauch noch Kills für Red, damit wir sein letztes Limit freischalten. Also sein vorletztes Limit, damit wir sein letztes Limit freischalten können. Ja. Und. Und übrigens habe ich. Ich habe Vincent die Double Growth Waffe gegeben, weil es eh keinen Unterschied macht, wie viel Schaden er macht. Mit seiner Waffe. Und mir sind die AP wichtiger, die er kriegt. So, jetzt ist. So, Leviathan-Schuppen, die sind kalt oder so? Was machen die? Sind die. Haben wir die überhaupt ein Ding? Oder bin ich blöd? Doch, da. Schuppen mit der Zauberkraft des Wassers. Alter, in den Leviathan-Schuppen steckt die Zauberkraft. Du musst alle 7 Leviathan-Schuppen sammeln, dann kriegst du das. Ist ziemlich nervig, aber lohnt sich. Ich glaube, wir kriegen auch noch eine Waffe für Sid, wenn mich nicht alles täuscht. Uritsuru ist das. Ist das wohl für Yuffie, wa? Nee, das ist ein Speer für Sid. Oh. Tatsächlich, ja. Ist auch noch relativ wichtig, weil ich glaube, das ist die zweitbeste Waffe von Sid. Wie heißt die Materie? Aufstehenden. Sehr gut. Ja, die bauen wir gerade für die nächsten Bosse. Weil die haben was Wichtiges, was wir klauen müssen. Und ich hoffe, dass wir das alles. Also, ich will das eigentlich als ein Part abfrühstücken. Es kann sein, dass wir so. Vielleicht 10 Minuten Überlänge machen. Oder 20 vielleicht. Ich weiß nicht. Je nachdem, wie schnell wir sind. Oder so. 3 Stunden. Oder 3 Stunden! Und das 6 Stunden lang. Nee. Ich mach einen Fall für dich. Aber die Paperkräne. Oh, was? Das ist das echt immer für Yuffie? Ja. Was? Wir hätten können, das ist ein. Das ist das Spiel. Ich war mir sicher, dass es eine für Yuffie war, deswegen musste ich das jetzt gerade nachgucken. Konnte ich so nicht stehen lassen. Dann hab ich das verwechselt, weil der. Das, wo wir. Oh, Monster ist wichtig. Das, wo wir die Leviathan-Schuppen mehr haben, da waren aber für Set verflixt, die komme ich nie wieder raus. Okay, gut. Scheint auch ihre zweite. Besser aber das als. Ich nicht gewusst. Uritsuru ist besser als. Ich lese nur vor, was hier steht. Ich habe keine Ahnung. Und da steht es zweites Waffe. Ja. Okay. Ich hätte nicht wetten können, dass die andere Waffe besser ist. Wie heißt die? Die war von Diamond Weapon. Ich schätze jetzt mal, dass es einfach in den Stats liegt, weil die zweithöchsten Stats hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie wichtig die Anzahl an Materials dazu ist im Vergleich zu den anderen. Also ob die jetzt so unterschiedlich viele haben. Ich hätte aber auch wetten können, dass Uritsuru. Orizuru hat übrigens 8. Orizuru! Ich hätte wetten können, dass Orizuru, die von Diamond Weapon ist und die wir haben sie bloß in Deutsch übersetzt, weil die schlecht sind. Oh. Hey, hä? Kein Barrieren nicht. Morgendämmerung. Winchester, Mondschleier. Hä? Ich hab schon die Waffe mitgenommen, oder? Ich bin nicht blöd. Naja. Sonst hätten wir dieses Gespräch nicht. Da, Uritsuru. Okay, tatsächlich. Ja, gut, ist komplett mir richtig egal. Egal, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen
fest sein. Eigentlich müsste ich jetzt hier vielleicht sogar cutten, aber es macht keinen Unterschied eigentlich. Weil die einzige... Ich würde ein bisschen drüber Trash-Talken, passt auch schon. Das Einzige, was meine, was die Paarzeit heute begrenzt, ist, dass Brian weg muss. Und's Brian? Ja. 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 Also wenn's nur eine Stunde wird, ist es Brians Schuld. Ja. Kann man ja auch den Leuten so Hurensohn sein. Kann man auch einfach nur eine Stunde gönnen und nicht eine Stunde 10. Ich finde schön, wie du es ins Negative gerückt hast. Eigentlich war das erstmal sehr andersrum, aber war schon. Ja, so, jetzt fliegen wir zum Nordkrater und nichts Schlimmes wird passieren. Wenn 10 oder so, ist halt auch nicht so wild. Also, das ist sehr gut. Ich werde jetzt nicht sterben, wenn ich ein bisschen zu spät komme. Alter, Brian Character Arc. Sehr viel aus Energiebarriere ist zusammengebrochen. Seht, kann das Luftschiff reinkommen? Ja, das ist mein Pilot, oder? Natürlich kann er überall hingehen. Stimmt, tut mir leid. Hey, Kölzl, was jetzt? Ja, Moment mal! Ja? Scarlett Heidegger, was ist los? No. Seltsam, ich kann den Präsidenten nicht erreichen. Merkwürdig. Nicht zum Präsidenten, zu Sister Ray. Was ist los, Reeve? Du redest so komisch. Achso, ich hätte wahrscheinlich den hier machen sollen. Nichts. Ah ja. Das ist alles unwichtig. Hey, Spoiler-Alarm, das wissen wir noch gar nicht, dass Reeve Katzef ist. Oh, jetzt habe ich es ja gerade gesagt. Oh. Ja, natürlich wissen wir das. Ja, aber offiziell wissen wir es jetzt nach dieser Cutscene. Echt? Ja. Das wurde doch schon mal gesagt. Es wurde nicht gesagt, es wurde heavy angeteasert. Bist du dir sicher? Ja. Ich bin mir sicher. Da wurde nur gesagt, dass es jemand von ja, es wurde gesagt, dass jemand von Shinra ist. Und dann wenn wir dann mit Katzef reden, dann schaltet dann das Bild auf diese Szene hier, wo Reeve im Raum steht. Aber nur so als VIP-Post. Quasi. Okay, na gut. Ja. Der Ausstoß der Reaktoren nimmt ganz von allein zu. Moment mal, das wäre unklug. Es muss drei Stunden abkühlen. Oder es geht nicht. Was geht nicht? Was geht nicht? Das Kuchenrezept. Ah. Das geht nicht. Er lässt sich nicht bedienen. Also ich glaube, Sister Ray ist sie, aber in meiner Meinung. Die Maschine ist auf Großrechnerbetrieb umgestellt. Oh. Wir können das nicht bedienen. Nein, das kann ich nicht. Jetzt hat irgendjemand anders gesagt, eigentlich, ne? Ja, immer am Telefon. Was ist mit dem Großrechner? Wer? Hey, ruf den Großrechner an. Ja, Sekunde. Wie? Warum hat er jetzt dumme Befehle, hä? Es ist mir egal, wie er es anstellt. Okay, kein Grund, mich anzuschreien. Ich wusste, dass er mich verletzt hat. Entschuldigung, wenn ich deine Gefühle verletzt habe. Warte nur, Sephiroth. Ich werde dir mehr Mark und eben, als sie lieb ist. Ojo, halt! Die Kanone! Nein! Midgar in Gefahr! Warten Sie noch! Warten Sie noch! Warten Sie noch 3 Stunden! Ein oder zwei Midgars, ein lächerlicher Preis! Ojo! Ojo! Odo! Odo! Zeig's mir, Sephiroth! Nah. Sehr nah. Überschreite die Grenzen des Wissens. In deiner Gegenwart ist die Wissenschaft machtlos. Ich gebe nach, wenn auch ungern. Lass es mich nur sehen. Nur einmal sehen. Hier ist es jetzt out of context, Bruder. Aber er gibt sein Bestes, also Respekt an der Stelle. Das nur einmal anfassen. Also, den Hotel machst du gut. Ja. Eine gute Idee. Du bringst den Pädophilen echt gut rüber.
Aber es ist ja mittlerweile in einem akzeptablen Alter, das ist in Ordnung. Und wir wollen hier kein Kinkshaming betreiben. Pädophil ist kein Kink. Kinkshaming, Pädophil. Nee, wenn Sifrod wieder alt genug ist, ist es ja nicht mehr pädophil. Aha. Der ist dann ja fein raus. Ne? Nee. Da dachten sie, sie haben mich erwischt beim Müllreden. Haben sie nicht? Brian, hey, tu das. Okay, ich betreibe kein Kinkshaming. Tu du doch was. Du große Katze. Wir sinken! Haujo macht das alleine! Hä? Das ist ich oder ist das jemand anders? Ich weiß es nicht. Nicht zu definieren. Das gefällt mir nicht. Du bist verhaftet, Reef. Was? Woher weißt du das denn? Als hat das jemand gespoilert gerade. Tja, jetzt ist es zu spät, um es noch zu verbergen. Klaut hat die Komplettlösung gelesen. Könnt ihr den Makroreaktor nicht stoppen? Wir können es nicht stoppen. Du bist von Shinra, oder? Warum ist es unmöglich? Naja. Wir haben einen langen Weg hinter uns, also versuch jetzt nicht uns reinzulegen. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu vertrauen. Du verdammter Narr! Verstehst du denn gar nichts von dem, was ich sage? Shinra ist mir scheißegal, wenn du ein Mann bist. Nein, wenn du ein Mensch bist. Ein Rest im Planeten. Ich kenne überhaupt nichts daran. Niemals! Wenn wir den Reaktor abschalten, bricht die Hölle los. Warum? Kannst du nicht einfach das Ventil schließen, hä? Ja, es ist einfach, die Ventile des Reaktors zu schließen. Den Stecker ziehen und so. Aber unter dem 29, aber unter dem Reaktor sind Schächte, damit die Energie entweichen kann. Es sind nur 29 Ventile, okay? Oder heißt du jetzt 29? Ich hab vergessen. Ich stell mir vor, wie Kate einfach jetzt so eine riesige 29 auf der Brust hat. Wenn sie erst einmal offen ist, ist es unmöglich, sie zu schließen, ohne dass alles in die Luft fliegt. Alle 29. Oh Gott. Wir können nicht versuchen, das ausströmen. Was, das Man? Wir können nicht versuchen, das ausströmen. Was? Wir können nicht versuchen, das ausströmen, eine Explosion! Diese Explosion wird viel stärker als die Explosion von Reaktor 1! Vergiss es! Die Kanone! Wir müssen nach Midgar, das ist jetzt das Wichtigste! Du musst zuerst Hojo stoppen! Der ist jetzt die Maschine. Sieht aus, als wären Cloud und die anderen auf dem Weg. Kommt mir nicht in die Quere. Das geile ist, Discord hat gerade gebuggt, als du geredet hast. Das war ziemlich lustig jetzt gerade. Bebo. Roboter. Sei nicht albern. Seit wann erzählst du hier Befehle? Ha? Die Friedenstruppe wird alles tun, um den Feind zu schlagen. Wegen denen. Denen. Das ist zu privat. Nein, das ist privat. Nicht zu privat. Der Präsident ist tot. Mir rührt keiner mehr rein. Heidegger, ich werde die neue Waffe einsetzen. Sorry. Achso, ich dachte gerade, das Heidegger steht drüber und das wäre seine Rolle gewesen. Oh lol. Ich dachte, das war mein Mann. Heidegger, ich will die neue Waffe einsetzen. Du kannst gar nicht so männlich, Skalett, das gefällt mir. Bin ich lieber Hase. Danke, Fetzlein. Oh, ey. Der Heidegger Schriftzug hat mich hart gekriegt. Cloud, alle, es tut... Cloud, alle, es tut mir leid. Das ist perfekt. Aber... Seine wahre Persona ist ja nicht rausgekommen. Aber du wirst kommen, oder? Zu meinem Geburtstag. Erscheinen reicht.
Hey! Ich bin gewollt, das Schiff. Ich gehe nach Midgar. So. Oh, jetzt stimmt, jetzt kommt hier die Raketenmusik an in der Oberwelt. Das wäre wunderschön. Was war wunderschön? Ja, die ganze Katze. Ja, ja, doch, stimmt, ja. Wir nehmen uns halt einfach langsam an einem sehr guten Punkt im Spiel. Ja, allgemein so. Dem Ende. Dem Ende. Letztendlich vorbei. Das will ich auch. Das Ende ist ja wirklich gut. Das haben wir nicht gesehen. Das werden wir ignorieren. Theoretisch könnten wir das jetzt machen, aber das will ich erst machen, wenn wir den Raid abgeschlossen haben. Apropos Raid, wo ist diese Kackstadt? Hä? Da war doch gar nichts. Was sollen wir denn ignorieren? Ah, stimmt auch wieder. Na, ich bin direkt reingefahren. Ich wollte vorher speichern. Ah! Ich hab vergessen, dass man drüber fliegen muss. Egal. Wer war nochmal die Besatzung? Ja, irgendeiner. Wir haben mit dir erreicht. Das waren wir alle drei. Ich war der ganz Linke und ich glaube, Jonas war irgendwie beide. Ich war ganz Rechte, oder nicht? Ich glaube, du warst beide oder so. Die anderen beiden. Selbst wenn wir es dahin schaffen, Midgar steht unter Kriegsrecht. Hä? Wir schaffen es nie, uns in die Slums zu schleichen. Sieht so aus, als wären alle Verbindungen zu den Slums abgeschnitten. Ich kann für die ganzen kratzigen Stimmen, das jetzt tiefer zu sprechen, war voll der Whiplash, Alter. Hey, wozu haben wir wohl die Highwind, hä? Wo sind wir jetzt? Ja, also wo wir sind, Wenn ich zur Land, dann durch die Luft! Yeah. Okay, wir springen mit Fallschirm über Midgar ab. Das habe ich jetzt so beschlossen. Und Vincent macht sich schon mal bereit, wegen Hojo. Ja, der hat einfach nochmal ganz cool diesen Sprung gemacht, der bestimmt ein paar Meter hoch ist. Haben wir die Backstory von Vincent eigentlich schon mitgekriegt oder muss man die zwischendrin machen? Oh, die hätte ich vor dem Raid machen müssen. Egal. Tja, Vincent hat keine Backstory. Vincent hat keine Backstory, der ist nur da, um Spaß zu haben. Um mich wieder austauschen. Nein. Also los! Hui! Hey! Hui! Juhu! Brian hat nicht mitgemacht. Langweile. Vincent ist zu edgy dafür, um da mitzumachen. Jared? Ich glaube, der auch. Und Yuffie? Der ist kurz über, Mann. Der war eh schlecht. I believe I can fly. Alle I believe ich habe, I can touch the sky. Oder langweilig. Ich glaube, alle Charakter, die ich da spreche, finden das nicht geil oder echt langweilig. Ey, das war auch super cool, wenn Vincent einfach ohne Fallschirm runtergleiten würde, so. Einfach weil das halt kann. Wunderschön. Ich finde das gar nicht so schlecht gehalten. Okay. Hey, Digga, sind euch alle hier? Aha. Drum ist es da draußen gefährlich. Lasst uns in den Untergrund gehen. Back to the underground. Back for more. Okay, gut. Ich hatte schon die Befürchtung. Warum wurde ich geheilt? Ich hatte schon die Befürchtung, dass dass meine Teammitglieder rausgeschmissen wurden. Wir hätten eigentlich, nachdem wir die Heilung. Also ich theoretisch hätten, also ich werde ja die Backstory von Vincent noch machen, ne? Schon klar. Aber damit das Emotional Payoff jetzt schon kommt, hätte ich die Sidequest davor machen müssen, aber das ist egal. Hier stinkt. Bringt was hinter uns. Ist eigentlich auch cooler so, wenn es mysteriöser bleibt, oder? Wenn man erst danach rauskriegt. Oh mein Gott, die hassen sich. Du kannst ein ganzes Spiel spielen, wenn du mehr über ihn wissen willst. Wir müssen uns im Untergrund von Midgar auskennen. Okay. Ja, bring wir es hinter uns. Wir können wack auf die Scheiße, ich will eigentlich nur noch pennen. Klingt seltsam, wenn ich sowas sage. Aber das alles erinnert mich an Midgar. Ja, wir sind ja auch gerade mitten. Fast als wären wir dort. Mittendrin. Was war? Ja, das macht mich richtig krank. Ja, das macht mich auch krank, dass du nicht deine eigene Hut erkennst, Barrett. Hier geht's rein. You know what I mean? Aha. Bitte stell zur Marco-Kanone. Okay. Oh! Stimmt ja. Okay, gut.
So, jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier alles mitnehme, weil dieser Teil von Midgar, beziehungsweise fast jeder Teil von Midgar, ist ein One-Time-Visit-Only. Ja. Und die Gegner hier sind ziemlich krass. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Behemoth. Nee. Egal, aber die sollten wir eigentlich relativ gut ankriegen. Okay. Warum? Was ist da jetzt passiert? What just happened? Ich guck eine Sekunde auf das Menü und meine ganze Gruppe ist tot. Hm. Alarm. Was war? Habt ihr gerade gesehen, was passiert ist? Angriffe sind passiert. Also du wurdest halb nur attackt. Ja, aber warum war ich immer halb tot, Alter? Als ob die Gegner mit Midgar machen nicht so viel Schaden, normalerweise. Ja, jetzt schon. Jetzt schon. Merkwürdig, ganz merkwürdig. Ich glaube, das war bloß ein Elixier oder so ein Scheiß. Irgendwas Unnötiges auf jeden Fall. Ja, wow. Ah, called it. Okay. Und hier ist wahrscheinlich... keine Ahnung, was dumm ist. Mega Elixier. Okay, cool. Wow, das... na gut. Hat es sich gelohnt? Ja, Mega Elixier ist schon nicht schlecht. Ist das Ding, was ich kenne? Cromwell, nee. Es gibt einen richtig lustigen Gegner, der hat einen super guten Namen. Aber der kommt erst später. Aber das der ist ein tolles Mega-Elixier. Das packe ich zu meinen anderen 30. Ja, ist so. Hm, yes. I will not use this. Ever. Das Gute ist, dass man nach dem Final Boss nicht speichern kann. Das heißt, dass ich da komplett rausholzen kann. In den Final Bossen. Alles, was sie so haben. Ah, da ist ein Behemoth. Hat der irgendwas für mich eigentlich? Ich glaube nicht. Ich hätte gerne mehr Gründe, Items immer sofort zu nutzen, sodass sie ihre Effizienz verlieren, je länger du sie hast oder so. Die werden schlecht. Ja, genau, sowas. Oder dass die halt in 10 Tagen wirklich ablaufen. Oder weiß ich. Dass du in manchen Punkten des Spiels so gesehen auflevelst vom Charakter her und dann sind die einfach zu useless für dich. Theoretisch könnte man Sachen... Irgendwas, damit ich das halt benutzen würde. Und wenn ich denke, ja, ich spare jetzt alle meine 80 Basic-Elixiere für den Endboss. Theoretisch könnte man ja auch so Sequenzen reinbauen, wo du halt deine Items verlierst. Es gibt... Oh shit! Das würde auch gehen. Stimmt eigentlich. Es gibt einen ganz coolen Mod, der heißt der Scavenger Mod. Und da ist es so, dass du pro Bossfight, also du machst einen Boss und dann verlierst du halt deine Items, die du bis dahin gekriegt hast. Und Items und Materie und Waffen und alles. Das ist eigentlich vom Konzept her ziemlich cool. Weil das Spiel von Grund her auch schon so designt ist, dass du Sachen kriegst, direkt bevor sie wichtig werden. Also zum Beispiel, du kriegst zum Beispiel Blitz vor Guard Scorpion, der anfällig ist gegen Blitz. Oder eine X-Potion vor dem Gina Tuck, der ein Zombie ist und dadurch gewonshot wird. Sowas zum Beispiel. Also das X-Potion ist halt das prominenteste Beispiel, weil das halt, das One-Shotet halt den Boss, so. Gratulation, dass du das Item aufgesammelt hast, das wir für dich versteckt haben. Hier, Freak Win. Aha. Krieg ich auch mal was Gutes, oder? Sternweger vorne, ich sagte was Gutes, hallo. Hier gibt es noch eine ganz wichtige Ausrüstung. Ich hoffe, dass ich die mitnehme. Wenn nicht, muss ich halt schnell cutten oder so. Bis ich das ein bisschen Weg gefunden habe. Weil hier ist. Kacken oder so. Muss ich kacken. Weil es ist halt. Ein bisschen. Verzwinkelt hier. Ach, übrigens habe ich auch Ultimates bekommen von Diamond Weapon. Und fucking Komplettheilung muss man aufleveln, damit es erst funktioniert. Komplettheilung hat 3 Level, wie Ultima. Als ob. Komplettheilung ist nicht auf demselben Level wie Ultima, Leute. Das ist nicht vergleichbar. Was hab ich denn jetzt? Aha, okay. Ich hab schon gesagt, dass ich mich nicht auskenne. Das ist mit Absicht aber so verwinkelt. Maxray, was ist denn das? Ja. Ich muss mal überlegen, wie das im Final Fantasy 9 gewesen ist. Wie 9? Was, wenn es um Items geht, ja. Die Sachen one-shotten.
glaube, den Boss konntest du nicht one-shotten in 9, sondern einfach nur seine HP irgendwie um 98% senken oder so. Ah. Ja gut, es gibt... Weil es ein Untoter ist und du den mit irgendwas Heiligem... Also den schmeißt du mit ein heiliges Item in die Fresse. Okay. Aber den untoten Boss gibt's eigentlich in jedem Game, in jedem Final Fantasy. Hm. Ja, deswegen kam ich jetzt gerade auf. Bei 10 ist es sogar der Endboss, 9... wenn du ihn mit Zombieschlag triffst. Ich hab 9 leider nicht mehr gut genug im Kopf, ich muss eigentlich mal wieder spielen. Ja, ich auch. Ich hab 9 noch nie gezockt, tatsächlich. Ich hab 9 auf der... Ich kann's immer noch sehr empfehlen. Steam-Bibliothek. Ja, ich auch ein gutes über das Game. 9 in der Steam-Bibliothek, hab's aber nie gezockt, wollt's aber mal zocken. Und hab mir auch deswegen auch keine Streams oder sonst irgendwas angeguckt dazu. Hm. Mit 12 habe ich's geliebt. Ich hab mal ein Let's Play gesehen, also angefangen. Einer hat gesagt, hat gestreamt und ich dachte ich mir, jo, dann, wenn die Person das streamt, dann muss ich dazu gucken, weil das ist. Ich mag den Typen persönlich sehr gerne. Ich war das übrigens. Hä? Ich war das übrigens. Ich hab das gestreamt und ja. Ja. Hat instant 100 Milliarden Follower und Abos mehr gekriegt als ich und dann habe ich gesagt, okay, ich hab keinen Bock mehr. Klingt jetzt ja nochmal scheiß die Wunde. Nein, ich bin ja schon lange im Business tätig und hab dich inspiriert. Weißt du, so ist ja. Das. Boah, ich wünschte, ich hätte Gegner 0. Gegner fucken mich ab. Ja, aber das ist halt so ein Staple, ne? Geht fast auf alle, ne? Was war das? Der könnte mich verwirren, das ist das, was mich abfuckt. Okay, cool. Dass wir darüber geredet haben. 6000 Schaden auf deinen Nacken, Bruder. Alter Schwede. Ja. In 8 gibt es sogar 2 Bosse, die untot sind. Okay, ich hab's mal kurz nachgeguckt. Es gibt eine 10%ige Chance, dass du den Boss damit one-shottest. Ansonsten hat er nur 90% seiner HP verloren. Okay. So war das. Normal sind die immer schwach gegen... Leben 2, sehr gut. Normal sind die immer schwach gegen hier Phoenix-Hähne oder so, aber die haben nur eine Viertel Chance, ja, genau. dass sie ihn treffen. So, wir sind die Treppe runtergekommen, oder? Hoffentlich. Scheiße, ich wollte mit Cloud angreifen, weil der wechselt jetzt die Position. Ah, sehr gut. Waifu Cloud. Ich werde jetzt auch gucken. Haare wie ein Waifu. Das heißt eine Haare. Er hat schon wunderschöne Haare. Das stimmt. Er ist noch stachliger. Er ist noch stachliger, das stimmt auch. Wie komme ich da runter? Game. Ich muss diese. Das ist die wichtigste Kiste von allen. No joke. Ja, deswegen ist es auch rätselhaft, wie man da hinkommt. Das ist Bullshit. Und wahr. Bullshit und gut Design. Verfickt, das ist das Ende. Ja, okay, ich werde jetzt auf jeden Fall cutten, bis ich bei der scheiß Kiste stehe. Und dann werde ich den Rückweg zeigen, weil das fuckt mich ab. Ich will jetzt hier nicht 20 Milliarden Jahre das Party verbrauchen mit irgendeiner Sache, die eh unnötig ist. Verstehe das nicht. So, ich habe jetzt diese scheiß Kack-Kiste eingesammelt und nicht, weil ich den Weg gefunden habe, sondern weil ich das Safe Game neu geladen habe. Und dann ist mir aufgefallen, wenn man über die Brücke drüber läuft, als erstes, hat man einfach hart gelitten. Warum? Alter, warum ist das... das hat man jetzt nicht gesehen, das war das Aegis-Armband. Das werde ich später einem Charakter noch geben. Wenn man hier jetzt über diese Brücke drüber läuft, ist vorbei. Und die, aber gut, das Elixier und das Mega-Elixier werde ich jetzt nicht nochmal einsammeln. Das ist eigentlich unnötig, das Ding. Ja, wir sehen uns gleich nochmal vor der Tür. Ne? Ich soll mal nochmal alles sein und dann. Ja. So. Ja, ich hasse dieses Areal. Okay, folgendes. Also der nächste Boss hat eine Sache, die wir unbedingt haben wollen. Deswegen hat jetzt Red, also Rauben allgemein und. Hitze alle und Hitze und auch Stehlen gekoppelt. Das heißt, wenn ich auf alle Feuer 1 zauber, dann wird von jedem geklaut. Ich sollte vielleicht nur alle Materie nehmen, die ein bisschen mehr Uses hat. Weil es daneben geht, was es wahrscheinlich wird. Und ich muss auf jeden Fall noch auf Warten spielen. Hatte ich letztens reingemacht, aber hat's aber vergessen, wieder rauszunehmen.
Okay. Puh. Dieser ganze Raid ist so stressig. Aber es ist eigentlich nur stressig, weil ich hier aufnehmen muss. Normal ist der eigentlich gar nicht so stressig. Normal ist er eigentlich cool. Ich mag den Raid. Keine Ahnung. Oh nein, das sind sie! Was sollen wir nur tun? Ich glaube, ihr könnt jetzt eure Befehle ignorieren. Sie schnipsen durch die Gänge. Elena, reiß dich zusammen. Wir sind Turks, Elena. Ja, du hast recht. Na los, wir haben zu tun. Wenn es unbedingt sein muss. Unsere Order war euch zu suchen und zu töten. In unserer Firma mag es drunter und drüber gehen, aber Befehl ist Befehl. Und das ist der Geist der Turks, glaubt mir. Oh, wartest du? Okay, lass uns zu Ende bringen. Oder wir kämpfen nicht. Weil wir die Wutai-Quest gemacht haben, wo wir den Turks geholfen haben, vor dem Raid, können wir einfach sagen, nö. Nein, sag nein zu Krieg. Make love, not war. Aber, weil die drei was haben, was wir wollen, kämpfen wir. Ich weiß, wir haben eine komische Beziehung, aber wir müssen das zu Ende bringen. Die richtige Turks. Und die haben die ganz normale Kampfmusik als Musik. Das ist sehr underwhelming, aber nein. Oh fuck, ich hätte ja, Cloud. So wie die Turks. Ha! Das stimmt. Ich hätte Cloud Konter wegnehmen sollen. Falls wir jetzt die Turks besiegen, aus Versehen, werde ich auf jeden Fall gleich nochmal neu laden. So, Feuer. Mal schauen, ob was trifft. Oh. Minerva-Reif gestohlen. Kraftring gestohlen. Oh, die stehen. Kraftreif. Wer hat den Kraftreif? Ah, Ding hat den. Okay, jetzt kann ich Reno direkt beklauen. Wenn ich Reno, gut. Weil Reno hat den Kraftring. Komm schon. Jetzt stehe ich halt unter einem Zeitdruck, weil Cloud einfach den Kampf irgendwann beendet, wenn er keinen Bock mehr hat. Komm schon. Yes! Okay. Also, we good? We good. So. Das halte ich von eurer Scheiße. Ha. Aber wahrscheinlich wird Bambalam Zero die nicht mal killen. Also Root auf jeden Fall nicht, weil der wurde ja die ganze Zeit geheilt durch Feuer. Aber Elena müsste down gehen. Elena hat, glaube ich, nicht so viel Leben. Übrigens, wir haben den Kraftring bekommen. Der Kraftring ist ultra gut. Der Kraftring ist ultra gut. Das ist das beste Accessoire für Verteidigung. Und ich hoffe, ich bin lauter als das Game gerade, damit man mich auch versteht. Aber mir zumindest, ja. Okay. Der Minerva-Reif ist das Pendant zu Escort Guard, also das, was nur Frauen tragen können. Und Caitiff. Nee, Spaß, der nicht. Schade. Oh, das tut weh. So, warte mal. Stimmt, ich habe Beben rausgenommen. Warte, kriegst du eine Feindeskönn. Das geht auf alle. Matra, Zauber, böse Atem, Aqualunge, Zauberatem ist schlecht, weil Zauberatem hat Feuer, glaube ich. Ich glaube, Aqualunge ist besser, weil der hat keinen. Einer von denen hat absolut Wasser. Ja. Nimm das, Usem! Fight for life. Das ist jetzt aber langsam okay. Und den Titrich haben wir schon mal gekriegt. Das ist ja das beste Verteidigungs-Item im ganzen Spiel. Ja. Langsam schon mal erklärt. Jetzt muss ich langsam mal heilen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mir so viel abziehen.
ich auch mal brechen. Nee, oh, jetzt, pass auf, Ultima. Wenn's Bugverlung ist, ich bin, mach's Ultima auf jeden Fall. Ja, das war's. Lass uns Schluss machen. Kein Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr. Mein Anzug ist dreckig geworden. Schade, ich wollte. Ich jetzt. Ultima wäre cooler gewesen als Bamble and Zero. Egal. Ganz viel AP. Hm? Nice. So. Wir haben alles bekommen, was wir gekriegt haben. Aber ungewöhnlich, ich weiß. Kurz muss ich das wieder rausschmeißen, jetzt alle. Auch stehlen. So. Das war der Grund, warum ich auch stehlen geholt habe. Weil es hat einfach alles gerade unglaublich vereinfacht. Macht euch kein Bild. Es ist so anstrengend, die ganzen Dinger zu holen. Gerade in diesem Kampf, weil der halt, wenn du nicht aufpasst, dann zerlegen die dich halt. Ja, was hatte ich? Erde? Ich hatte Erde, ne? Erde ist gemeistert sogar. Ganz egal. Und noch irgendwas. Nebenwirkung und ich weiß nicht mehr. Ich könnte dir extra HP nicht, gar nicht so schlecht tun. Und das ist extra HP. Und du kriegst jetzt auf jeden Fall den Tough Ring. Weil die Stärke plus 10 bringt halt gar nichts mehr. Kraftring. Vitalität und Gemüt plus 50. Also Zauberangriff und Zauberverteidigung und normale Verteidigung plus 50. Ultra krass. Gut, Minerva Reif können wir keinem ausrüsten und Zitrich wäre jetzt auch blöd, deswegen gehen wir mal wieder. So, ja, da wo die Turks hergekommen sind, gibt es noch eine ganz wichtige Materie. Eine, die das ganze Game breakt. Weil die mit einem Glitch verbunden ist. Den Glitch werde ich demonstrieren, aber ich werde ihn nicht benutzen. Weil das. Man kann sich damit unendlich Mega-Elixiere cheaten und das ist ein. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht ganz so gut. Ich finde, das klingt fair und gebalanced. Ja. Vor allem. Du kannst halt, wenn du jetzt noch ein Item hast, das Schaden macht, sowas wie, keine Ahnung, Mega-Funke oder irgendwas, dann kannst du einfach voll aussitzen. Du kannst jedes Mal, jede Runde Mega-Elixier werfen und ein Item, was Schaden macht und bist unbesiegbar. Und das sind Gegner vom Anfang gespielt. Mich alles durch. Perfekt. Und die Zob und Slow. Achso, ich kann wieder aktiv reinmachen. Weil jetzt sind wir wieder gegen Mobs. Geht das ein bisschen schneller. Weil mir die Animation von den Boys einfach 3 Milliarden Jahre geht. LOL. Könntet ihr bitte? Nein. Alter, wenn du von denen von hinten angegriffen wirst, dann kannst du von nichts mehr machen. Bist Game Over. Hallo? Game? So, jetzt hat eine Fresse, ey. Komm, fick. Achso, jetzt haben wir ja mal ein bisschen Zeit vor uns, weil wir jetzt halt nur noch Sachen looten. Wie fandet ihr die Turks? So allgemein. Weil das war halt, Spoiler-Alarm, das war jetzt die letzte Begegnung mit den Turks. Was? Ja, okay. Ja, die sind schon ganz lustig. Das ist auf jeden Fall memorable. Hm. Was? Memorable. 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 Ich finde die sind. Ich finde sie schon cool. Sie erfüllen in erster Linie zwar nur ihren Zweck, aber. Ist mir ausreden. Nein, mehr hätte ich auch nicht. Okay. Also. ich mag die Turks. Das ist so das Closeste, was wir haben zu Rivalen, wenn man Sephiroth nicht mitrechnet. Und die gehören halt. Die sind halt. Die Turks sind das Einzige, was Shinra noch irgendwie so in den Vordergrund rückt. Weil über einen Großteil des Spiels ist Shinra halt im Backseat und das Einzige, was man damit noch trifft, sind halt die Turks. Von dem her sind die so ein guter Reminder von wegen, hey, wir haben ja noch diese böse Corporation, die wir aufhalten müssen im Hintergrund. Erinnert ihr euch, warum wir eigentlich nochmal angefangen haben? Ja, das ist halt auch so. Also ein bisschen, wenn es die Turks nicht gäbe, dann wäre das ein bisschen tragisch, weil das,
ja, der Anfang des Spiels wäre halt komplett wasted. Und vor allem auch ein großer Plotpunkt des Spiels. Weil es ging ja vorhin auch noch drum, von wegen, hey, ihr habt den Reaktor in die Luft gesprengt, beziehungsweise zwei. Aber aus einem Grund vergessen die meisten Leute den zweiten immer. Ja. Deswegen. Ja, und gut, und Sephiroth kommt ja auch von Shinra, aber es ist halt nicht dasselbe, wie gegen Shinra zu kämpfen. Persönlich. Vor allem, weil Sephiroth und Shinra agieren ja nicht voneinander, die kämpfen ja gegeneinander sogar. Naja. Wenn man Rojo nicht mitzählt, Rojo ist mehr so seine eigene Partei. Kommt jetzt endlich mal diese Scheiße, Mann, das Todes. Kraftkapsel, danke, will ich auf jeden Fall nicht dem Main-Character geben. Alles sehr gut. Ja. Ich werde jetzt auch nur den Hinweg zeigen zu der Materia, weil das ist. Warum sollte man das so. Und weg hast du, danke. Und ich muss ja noch ins Shinra-Gebäude nochmal rein, wenn wir schon mal hier sind. Weil ich muss noch was holen aus dem Ding. Ich muss eigentlich, theoretisch muss ich zwei Sachen holen. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen soll, ehrlich gesagt, weil es ist. Das eine ist cool, das andere ist nervtötend. Aber ein lustiger Callback. Aber wir haben auch schon 40 Minuten. Schwierig. Hey, Kapsel. Hey, noch eine Kapsel. Aber jetzt Zauberkapsel kann ich einem anderen Charakter geben. Oh, meine Güte. Du hast sogar einen Speicherpunkt. Dass du nicht mehr nochmal zurücklaufen musst. X-Objekt. Heißt eigentlich W-Item. Und also im Englischen heißt es einfach nur W-Item, wegen W von W's. Lässt einen zwei Items gleichzeitig benutzen in einem Turn. Das klingt man erstmal nach nicht viel, ist aber eigentlich ultra broken. Ich hab's ja gerade schon erklärt mit Mega-Elixieren und Dingern. Außerdem kann man damit eben Objekte duplizieren, weil wenn du sagst jetzt, du hast ein Elixier, dann wählst du das aus. Und dann wählst du das zweite Item aus und dann drückst du auf Elixier. Und dann gehst du wieder zurück. Also du drückst erst X und dann Kreis. Und dann, weil du die Auswahl abgebrochen hast, schmeißt das Game ein Elixier an deine Tasche zurück. Weil in dem Moment, wo es auswählst, ist es weg. Und wenn du wieder Kreis drückst, kommt wieder zurück. Ne? Und weil das Game vergessen hat, die Flagge rauszunehmen, kriegst du jedes Mal das Item wieder. Im Gegenzug, wenn du das erste Item auswählst und dann rausgehst, ist es weg. Ja, es ist ein bisschen verbuggt. Aber passt schon irgendwie. Ich weiß. Ich glaube, ich werde es auch erstmal nicht benutzen. Sackgasse. Ja, ich bin nur ein Speicherpunkt. Bro, chill. Ich bin ein Speicherpunkt. Doch, ich gehe jetzt mal den Weg zurück, weil das will keiner sehen. So, was ist jetzt hier los? Dabei. Ja, hab ich wieder losgemacht. Ich hab wieder los gemacht. Nein, los gemacht. Jetzt eine rückwärts. Okay, sag nichts mehr. Ja, los. Los. Let's go. This is not a drill. Oh, das ist das Ende. Let's go. Sekunde. Was ist hier los? Mir ist alles klar. Los, lauf zur Kanone. Nee, also ja, aber nee. Das ist witzig, dass wir uns aufgeteilt haben. Wohin? Verdammte Scheißkanone! Also wir bei Yuffie war das Ziel, aber wir wollen noch nicht zum Ziel, weil wir müssen noch optionalen Scheiß holen. Den wir aber nicht mehr in dieser Folge schaffen werden. Also, weil die Zeit dann doch knapp wird. Sorry dafür. Aber dafür haben wir beim nächsten Mal dann auf jeden Fall mehr. In der nächsten Folge wahrscheinlich dann auch Side-Content anfangen. Und ich weiß auch schon, welchen Side-Content wir anfangen werden beim nächsten Mal. Den wir davor halt machen müssen. Vor diesem Part hier. Das wird lustig. Oder nicht machen müssen, aber hätten machen können. Hätten machen können, sollen haben. Ja. Ah, okay, cool. Game. Hat einfach nur einen Trigger.
Das ist das erste Mal, oder? Ist das das erste Mal, dass wir einen Cliffhanger machen? Schon, oder? Theorie, also Cliffhanger, Anführungszeichen. Ja, schon. Okay. Ja. Gott, so fühlt sich das also an. Das dauert so lang. Ein ominös großer Speicherpunkt. Nein! Nein! Zu Sister Ray geht's hier nicht lang! Okay, ich will aber hier lang. Ey, wir haben gleich nochmal einen Speicherpunkt auf der Mitte. Mal ran, es darf schon. So kriegen wir hier schon die Shinra-Building-Dinger. Und die gehen mit einem Schuss zurück. Okay, cool. Wow. Gab's nicht. Es gab doch irgendein Videospiel. Gab's doch, wo man, wenn man gegen ganz schwache Encounter treffen würde, auf die treffen würde, dass man dann die überspringt. Wisst ihr, was ich meine? Dass man die quasi wegkickt. Ja. Will einer den vollautomatischen Roboter reden? Willkommen im vollautomatischen Ladegeschäft. Bitte Bestellung aufgeben. Eine Pizza Krawalle Spezial. Wo soll ich liefern? Sie haben ja gesagt, Hogwarts, irgendwo in England. Wie soll ich liefern ohne Pizza Castle? Was? Random SpongeBob Reference. Ah, okay. Meisterfaust, Pfahlramme, Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Was sind das für Dinger? Noch eine Waffe für Barrett. Wie viele kriegt der eigentlich? Gibt's ja nicht, du. Du bist die Zauberkapsel. Du bist der Doggo, du musst zaubern. So. Aber wisst ihr noch, als wir das erste Mal hier waren? Das war schön. War das Leben noch so schön einfach? Das stimmt. Ja. Eine Zeit mit Frieden. Naja, mehr oder weniger. Eine Zeit des Friedens. In der Galaxis, nicht was. So. Es gibt hier übrigens mehrere Sachen in dem Shinra-Building, die wir uns holen müssen. Aber wir müssen ein bisschen drauf haben. So, Sekunde. Kann ich, dass es ihn echt verletzt und emotional sehr fertig macht? Mich? Ja. Ja. Nee, ich wusste ja, dass sowas passiert. Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Möchtest du es nochmal wiederholen? Wir müssen vorher aufhören. Weil Brian weg muss. Ja. Kinder, habt ihr schon gewusst? Nee, okay. Sein Enkel konnte die Geschichte noch erzählen. Ja. Ich weiß doch, als damals Brian in der Aufnahme früher gehen musste und deswegen haben wir nie geschafft, die 100 Abonnenten zu knacken. Oder so. Wobei, ich habe mehr als 100, das war eine Lüge. Wisst ihr, meine Kinder, damals, als ich sagte, ich musste in der Aufnahme früher gehen, das war mein Moment der Auswand. Endlich war ich frei. I am cringe, but I am free. Warte mal, war das nicht der Ort? Nee. Nee, das war es nicht. Okay, das war das Sekretariat. Wegen dem Automaten war ich gerade verwirrt. War das dieser Ort? Nein. Morgen, ganz sicher. Morgen. Was macht der Typ? Was macht der Typ? Wieso sind da noch Leute? Hallo? Egal. Leute, die Stadt wird ist gerade am kaputt gehen. Wieso seid ihr da? Ich mach meine Arbeit hier zu Ende. Wenn ich eh sterbe, kann ich auch würdig sterben. Wieso seid ihr noch hier? Macht keinen Sinn. Ich liebe meine Arbeit. Ich sterbe beim Arbeiten. Ist es kaputt? Hauen! Oh! Cool, danke. Ja, weil wir damals, als wir da dagegen gehauen haben und die Tussi gesagt hat, hey, halt auf, tut nicht dagegen hauen, können wir uns jetzt zwei Kapseln rausholen. Abgeschlossen. Der war hier, ich weiß es. Oder so. Da ist nichts drin. Oh. Okay, doch, so der andere. Megafon. Ja, das Megafon
Im Englischen heißt das HP Shout. Das ist die beste Waffe von Kaito. Ja, okay, gibt irgendwie Sinn, ne? Ja. HP Shout funktioniert so, je mehr Leben Kaito hat, desto stärker ist. So. Das ist, die funktioniert übrigens haargenau so wie die Ultimate Weapon von Cloud. Und ich find's ultra ironisch, dass Kate Sith der erste ist, mit dem wir die Ultimate Weapon kriegen. What? Warum der ausgerechnet? Vor allem die Ultimate Weapons sind halt so hart busted. Kate, wenn ich jetzt Kate Sith reinnehmen würde, dann würde der locker Max Damage raushauen. Klingt fair. Ja. Theoretisch könnte ich hier noch ein bisschen grinden für Red 13, damit ich seine Limits hochgraden kann. Vielleicht mache ich das während der Aufnahme. Ich habe ja noch 10 Minuten Zeit. Nein, Spaß. Also nach der Aufnahme, würde ich sagen. Okay, ja, wie der Midgar Raid weitergehen wird. Warum sind meine Dinger weg? Weitergehen wird und was mit Tojo passiert und mit Shinra allgemein. Weil davon ist nicht mehr wirklich viel übrig geblieben. Wer ist jetzt noch übrig? Heidegger? Scarlet? Reef gehört auch nicht mehr so richtig dazu. Hojo gehört eigentlich noch nie richtig dazu, weil der hat immer seine eigene Scheiße gebaut. Ja. Was mit Sephiroth passiert? Wobei, nicht ganz so richtig. Und was es überhaupt mit Hojo und Ding auf sich hat, das wissen wir auch noch gar nicht. Das erfahren wir alles in der nächsten spannenden Folge von Final Fantasy VII. Wollt ihr die was dazu sagen? Oder war das cringe genug? Ja. Ja. Da trägst du alleine nach Hause. Okay, sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tada. Ryan, schön, dass wir früher aufhören müssen.